Alter, ich höre dich, ich höre dich. Was soll ich machen? Ja, ich kann dich hören. Hast du das gerade gesehen? Aber der Aufseher, nicht. Und jetzt frage ich mich, wer zum Teufel... Was zum Teufel das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Wie soll ich es ihm sagen, dass der Helikopter gerade in den Hof geflogen ist und Michael T. Davis mitgenommen hat und weggeflogen ist? Und warum hast du nicht trotzdem versucht, ihn aufzuhalten? Was, ich hab, natürlich habe ich versucht, ihn aufzuhalten. Das war nicht meine Schicht im Turm, also... Was hätte ich tun sollen? Ihn erschießen? Oh, das ist aber sehr laut gerade, ne? Ja, genau. In dieser Situation hätte ich etwas tun sollen. Vor allen Dingen haben unsere Waffen sowieso Gummigeschosse. Ja, wow. Du weißt, dass ich keine Waffe habe, oder? Aber wenigstens, du Wolke, du Cloud... ich weiß es nicht. Also die Übersetzung ist furchtbar. Die Übersetzung ist furchtbar. Liebe Entwickler, repariert doch bitte die Übersetzung dieses Spiels. Alter, ist das laut. Ich kann meine Beförderung nächstes Jahr vergessen. Kehre zurück an deine Arbeit. Okay, alles klar. Ei. So, wir werden mal Boxen üben ein bisschen. Ich glaube, so Fight-Erfahrung haben wir noch gar nicht. Guten Morgen, du Cloud. Hallo, Bringer. Grüß dich. Alter, oder die Übersetzung. Also da müssen die... XYZ schreibt, ich muss doch heute Morgen erst noch ein bisschen was für die Kita fertig machen. Deswegen bin ich etwas später. Mein Sohn wird heute doch 3. Was? Wie 3? Hat der Geburtstag oder was? Afaflix, nur ist er weg. Ja, kann man nichts machen, ne, Dani? Ja, so sieht's aus. So, wir nehmen mal unsere Fäuste. So, wir machen einen Schaukampf. Hallo, du Weichei. Du nennst mich ein Weichei? Ich werde dich fertig machen. Kann man auch blocken eigentlich? Gib mir jemanden, ich werde ihn zerstören. Uff. Digga, der schlägt mich! Aua! Da müssen wir direkt drauf. Alter, 5 Stärke haben wir bekommen. Easy. Auch voll gut. Ja, gut. Den haben wir jetzt natürlich verprügelt, ne? Zack, erstmal Kienhaken kassiert. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, wie stark der ist, ne? Hallo Sebastian, grüß dich. Was versteht man unter Backseat Gaming? Ja, wenn du Spieleinhalte spoilerst vor allen Dingen. Also Spoiler ist Backseating. Und vor allen Dingen auch, es steht eigentlich alles drin, ne? Das Vorsagen von Spielweise, also dass du mir sagst, was ich zu tun habe. Mach mal dies, mach mal das, guck mal da. Spring mal hoch. Ja, solche Sachen. Genau. Das, weißt du, ich spiele immer gerne blind. Also ohne gespoilert zu werden, ohne irgendwelche Hinweise mit der auf Hinweise mit der Nase gestoßen zu werden und so weiter und so fort. Also bitte nicht die Story spoilern. So, okay, was haben wir hier? Sprich, ah, Isolationshaft. So, Metal Car kommt wieder in Isolation. So, da ist er. Da ist er. Dann reden wir mal mit ihm. Ich nehme am besten schon mal die Knüppel raus hier. Komm schon, deine Zelle wartet. Ja, scheiße, ne? Hättest du dir vorher überlegen sollen, ich durchsuche ihn noch einmal vorher. Nicht, dass er einen Gameboy mit hat und sich da irgendwie gleich so ein Lenz macht in der Einzelhaft. Ist es nicht wunderschön hier? Ist es nicht toll? Schöne Einzelhaftzelle. Ja, hier waren schon viele, Metal Car. Heute bist du dran. So. Riegel zu machen. Ist abgeschlossen. Jetzt können wir nochmal reingucken. Da sitzt da der kleine, das kleine Schlumpfhaar. So, der ist eingesperrt. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt geht zum Zellenblock. Abendlicher Rundgang. Okay, und wollen wir nochmal gucken. Oh, jetzt geht's aber los. Prüfe die Anwesenheit der Insassen aus der Liste. Bringe die Gründe für etwaige Abwesenheiten in Erfahrung. Ja, da wollen wir doch mal gucken. Also, wir brauchen auf jeden Fall unseren Pieper. So, Darko ist da. Der ist da. Wir durchsuchen die heute mal nicht, ne? Alles ist gut. Ich glaube, McFladen fehlt. Kann das sein? Große Feierlauch ist auch nicht da. Digga. Also erstmal kommen die hier rein. So. Hier, der will auch nicht so richtig. Was ist los mit dem? Ja,
Digga, was stimmt denn nicht mit euch? Nimm die Waffe! Nimm die Waffe! Wo ist die Waffe? Nimm doch jetzt die Waffe! Ach, die regeln das schon, ne? So, pass mal auf, der wird gleich bestraft hier, Leute. Du kriegst einen Schluss. Da nicht schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Was ist los? Ja, frag noch so, du Luder. Das kann doch nicht sein. Kein Verlassen der Zelle. Digga, was ist denn hier los? Ich mach erstmal die ganzen Türen zu hier, Leute. Von den Leuten, die in der Zelle sind, die sperre ich erstmal ein. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Die drehen ja alle richtig am Rad hier. Na, komm raus jetzt hier. So. Das hier nicht. Kein Schabernack treiben. Der geht auch zurück. So, okay. Die sind jetzt alle isoliert. Was mit dem? Geht der auch in die Zelle? Nee. So, vergisst du nicht etwas? Willst du mich schlagen? Ich habe kein Problem. Ich schlage zurück. Ich möchte Gewalt vermeiden. Du bist feige. Verteidige dich. Was? Wie, ich bin feige? Alter, XYZ. XYZ randaliert auch wieder völlig. Der kriegt auch direkt wieder hier eine Strafe von mir. So. Das dürfen wir nicht dulden, Leute. Du kriegst auch Ausgangssperre. Der kriegt auch Ausgangssperre. So. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, Webtrasher, moin! Warum haben die Jungs alle so rote Nasen? Weil die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Deswegen. Keine Krippe, um Gottes Willen. So, was ist jetzt mit dem? So, Kati, wie sieht's aus? Okay, er geht in die Zelle. Sehr gut. Wo ist mein Klicker? Und Dani geht wenigstens, also das müssen wir uns merken, dass wir die echt immer direkt einschließen. Ansonsten machen die, was sie wollen hier. Was mit dir? Wählen es hier auch? Die tanzen ja mir alle hier auf der Nase rum, Leute. Ich muss mit meinem Kumpel reden. Kannst du morgen, geh in deine Zelle. Aber es ist wichtig. Du hast eine Minute Zeit. So, sehr gut. Der geht auch in die Zelle. So, was ist jetzt mit dir, McFladen? So, also wir sammeln ordentlich Respekt ein. Das ist sehr, sehr gut, Leute. 52,9% für Häftlinge haben wir schon. Das ist unten links steht es. So, schnell alle einschließen, bevor sie sich anders überlegen. Eieieiei. Junge, Junge, was hab ich da für einen Sauhaufen? Das ist schlimmer als die 7B in der Waldorfschule, Leute. Richtig schlimm. Ich würde mal schauen, was du drauf hast. Wieso sind eigentlich die Frauen die Schläger im Knast? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ist ja wie auf dem Pausenhof. Ist echt so, oder? So, wir gehen zum Wärter. Und Schneeweiß ist Geschäft. Wir sollen auf ungewöhnliches Verhalten noch warten. Wir checken noch mal kurz die Camps, ob die auch alle in Ordnung sind noch hier. Ja, die läuft auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwo war noch eine kaputt, ne? Irgendwo war noch eine Cam kaputt. Die funktioniert. Das ist gut. Lass mich nochmal hier kurz Rundgang machen. Aha, aha. Da ist der Gefängnishof. Nee, also die Kameras laufen alle, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und wir haben uns schon wieder verlaufen, oder? Kann das sein? Überwachung. Haben wir hier irgendwo eine Kamera, die aus ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Lauf mal wieder hin. So, wie sieht's hier aus? Alles gut. Die Kamera läuft auch. Sehr schön. Dann beenden wir mal den Tag. Das neue Berlin Tag und Nacht ist halt echt so. Eieieiei. Richtig schlimm. Wie so eine Doku-Soap hier. So, es ist vorbei für heute. Ich bin fertig. Fix und fertig. Wir haben Level 8 erreicht. Das heißt, wir können die Küche ausbauen, ne? Das machen wir natürlich. Ja, das machen wir. Küche wird ausgebaut. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Guck mal, jetzt sagt er schon wieder irgendwas hier mit Prison Simulator. Ah, der Bot funktioniert irgendwie nicht so ganz. Hier zum Durchsuchungsraum, das machen wir gleich. Ich wollte vorher einmal ein Upgrade kaufen.
Wo war denn hier das Büro des Direktors? Das muss hier irgendwo gewesen sein. Gefängnisblöcke duschen. Büro des Direktors. Hier irgendwo. Büro des Direktors. So. Wir kaufen mal eine neue Küche für unsere werten Insassen, um uns ein bisschen Respekt zu ver... Oder ey, die Duschen wären natürlich auch gut, ne? Dass wir das mal schaffen. Ey, kostet 1000 Flocken. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich kaufe eine Dusche. Küche. Ich kaufe eine Küche. Kostet auch 1000? Was? Warum kostet das 1000? Ein Radio in die Dusche. Kann man auch nicht stellen. Ja, also wir brauchen mehr Geld. Wir haben beim letzten Mal so viel Geld verloren, weil wir die Challenge nicht geschafft haben. Hallo Banana Joe, grüß dich. Attack Player, ich weiß nicht, warum das nicht geht. Ich habe keine Ahnung. Die Chat-Integration scheint bei diesem Spiel nicht so gut zu funktionieren, Leute. So. Wir haben wieder... was haben wir? Aufnahmen oder... Entlassungen? Alter, ich dachte schon, Metal Car wird jetzt entlassen, ne? Wie verdient man Geld? Du kriegst jeden Tag Bezahlung vom Gefängnis. So, was haben wir denn hier? Der Name stimmt, glaube ich, ne? Das kriegen wir alles hin. So, hier haben wir noch eine Nummer. Vergleichen wir auch nochmal. Das passt auch alles. Fingerabdrücke nochmal vergleichen. Same Block B. Wo haben wir das stehen? Passt. 18 Jahre alt. Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Das sollte aber passen, glaube ich. Ich glaube, das ist in Ordnung, ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. So, wir machen einfach einen Stempel drauf jetzt hier. War schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Viel Spaß in der Freiheit. Ich wünsche dir was? Was haben wir hier noch drin, ne? Oh, eine Spritze! Die stecken wir in die eigene Hosentasche. Und Colin, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlichen Dank und willkommen bei uns. Oder wird er eingeliefert? Kann auch sein, dass er eingeliefert wird, ne? Ich glaube, der kommt gar nicht frei. Ich glaube, der kommt gar nicht frei. Der kommt in den Knast rein, kommt der. Ich dachte, wir entlassen die, aber wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich wünsche ihnen noch viel Freude in der Freiheit. Ja, wow. Ja, wow. Dankeschön, Colin. Oder Colin. Herzlich willkommen, mein Lieber oder meine Liebe. Colin ist ein Männername, oder? Der richtige Ex-Knackis hier. So, wen haben wir noch am Start? Zwei Leute noch. Einführung eines Insassen. Okay, die kommen echt rein hier, ne? Die kommen rein. Was haben die gemacht eigentlich? Steht das Taschendiebstahl? Ey, für Taschendiebstahl kommt sie hier schon in den Knast, ne? Es ist unglaublich. So, Block A passt soweit. Der Name passt auch überall. Bob Robinson. Ja, das ist alles in Ordnung. Denke ich mal, oder? Ich glaube schon. Kriegt erstmal einen Stempel. Nicht, dass wir hier irgendwelche Mafiosis aus Versehen einschleusen. Weißt du, wie ich meine? Der hat nichts mit. Sehr gut. Einmal durchsuchen den Dude. Hat auch nichts. Hier ist dein Willkommenspäckchen. Viel Spaß im Knast, mein Lieber. So, der nächste bitte. Ist mein Roblox-Name. 50 Jahre für Taschendiebstahl. Natürlich, ey. Wenn die Kanzlerin, wenn die Kanzlerin beraubst, dann kommst du lange in den Knast, ne? Den kannst du nicht aufnehmen. Der mag mich nicht. Zu spät. Den haben wir schon aufgenommen jetzt. Was ist denn Roblox eigentlich? Ist das nicht ein Game, sowas wie Minecraft? Ja, ich habe keinen Plan, Mann. Es tut mir leid, aber ich bin schon sehr, sehr alt. Ich bin sehr, 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 sehr alt. So, der nächste. So, gib mir her hier. Oh, der hat rotes Gewand. Das ist bestimmt ein Mörder. Was hat er gemacht? Teilnahme an rituellen Gruppenvergewaltigung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Same Block A. Same Block A, das passt alles soweit. 18 Jahre, der sieht mir nicht aus wie 18, aber Mikey Jackson heißt der. Lol. Okay. Passt eigentlich alles soweit, ne? Unterschrift haben wir jetzt hier nicht drauf. So, da kriegt man einen Stempel von uns. So, was haben wir hier? Risotto nimmt der mit? Der ist aber keine 18, guck dir den mal an. Der ist, also entweder zieht er sich eine Menge Zeug rein, aber der ist doch nicht mehr 18.
Lassi, das tut weh. Ich bin doch etwas älter als du. Wieso, kennst du Roblox auch? Was ist das? Was ist Roblox, Leute? Schreibt's mal rein. Verdista la macata. Schreib's mal rein, was Roblox ist. So, okay, durchsuchen. Michael Jackson, ich durchsuche dich. Oh, okay, alles klar, bitteschön. Herzlich willkommen. Okay, haben wir gemacht, ne? Dafür 18 Jahre. Der ist dem Stuhl schon sehr nah. Ich würde den auch direkt grillen. 18 Jahre Haftstrafe steht da. Ach so, 18 Jahre Haftstrafe. Ich dachte, der ist 18 Jahre alt. Leute, bin schon gewundert. Grünschnabel, hörst du? Jetzt passiert irgendwas. Eieiei. Was passiert, Leute? Wahnsinniger. Irgendwas passiert in der Kantine. Wir haben einen Wahnsinnigen in der Kantine, Leute. Wo ist denn die Kantine? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, Leute. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Wir müssen wieder zurück. So. Oh, was ist hier los? Sieht mir aber nicht nach einem Wahnsinnigen aus. Mit dem kann ich sprechen. Was ist denn das für einer? Du bist endlich hier. Was ist das Problem? Nun, das Problem liegt in der Küche. Geht es um ungeschälte Kartoffeln, dann bin ich raus. Es gibt immer Probleme in der Küche, bis zu einem gewissen Punkt. Aber es ist ernst. Einer der Häftlinge hat sich in der Küche eingesperrt und droht, sich in die Luft zu sprengen. Und hat die Gashähne aufgedreht und steht mit dem Feuerzeug da. Wie bitte? Du weißt, warum du nicht rauchst. Oh Gott, oh mein Gott. Was soll ich machen? Sheriff, danke für den Follow. Nice. Vielen, vielen Dank. Eieieiei. Versuch einfach mit ihm zu sprechen. So, Leute, wenn es sie. Mach mal bitte eine Prediction, ob wir schaffen, den Typen vom Selbstmord abzuhalten oder nicht. Mach mal bitte eine Prediction. Ich bin sehr gespannt. In der Zwischenzeit können alle, die nicht an der Prediction teilnehmen wollen, auch gerne mal auf YouTube vorbeigucken. Da kommt jeden Tag so ein paar Videos raus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Clever, gutes Druckmittel. Was meinst du mit Druckmittel? Gas aufdrehen und mit Feuerzeug dastehen? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, den zurückzuhalten, ne? Machen wir eine Prediction? Ob wir es schaffen, ihn aufzuhalten oder nicht? McFladen. Wahrscheinlich ist dann sowieso einer von euch wieder drinnen, ne? Alter, das Gas strömt aus. Hallo, komm nicht zu nah, hörst du? Und ich werde mich wegblasen und ich nehme mich mit. Das wirst du nicht tun. Okay, mach es. Ja, wir können es natürlich mit umgekehrter Psychologie versuchen, ne? Wir können sagen, ja, okay, dann mach doch einfach. Sollen wir es mit umgekehrter Psychologie versuchen? Am besten nicht, ne? Sollen wir lieber auf Nummer sicher gehen? Das wirst du nicht tun. Das klingt so herrisch, weißt du? Hallo, Barajo. Das wirst du nicht tun. Doch, ich werde es. Oh Gott. Ich bin gerade echt verzweifelt. Ja, das bist du, aber das meine ich nicht. Wir sperren die Gaszufuhr ab, damit du dich nicht in die Luft sprengst. Das Feuerzeug, das du hast, ist kaputt. Oh mein Gott! Wenn ich sage, das Feuerzeug ist kaputt, wird das ausprobieren. Also ich würde es dann ausprobieren. Wir stellen die Gaszufuhr ab, oder? Du schaffst das. Ellibold, danke für den Follow, hallo. Warte noch ein paar Minuten, bis er vom Gas umkippt. Das ist gut, wir halten ihn einfach hin, Bringer. Das ist eine gute Idee. Verdammt, ich hätte nie gedacht, dass es noch andere Gasventile geben könnte. Auch wenn ich nicht so schnell aufgeben werde. Wenigstens werde ich dir den Arsch retten. Haben wir es geschafft? Leute, das Gas strömt übrigens immer noch, ne? Das Gas strömt immer noch. Haben wir es geschafft? Wenn du keine Explosion gehört hast, ja. Wir haben es geschafft, Leute! Easy!
Wir haben es hinbekommen. Oh, ich würde den ja gerne mal. Ich würde gerne mal versuchen, den in die Luft zu sprengen, ne? Ich würde gerne mal versuchen. Ich glaube, hätten wir das Feuerzeug gewählt, hätte er sich in die Luft gesprengt, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Eieieiei. Alle, die jetzt auf Nein getippt haben, die haben natürlich die Arschkarte. Das tut mir sehr leid für euch, Leute. Meinst du, man kann das verkacken? Ist das möglich? Ich würde ja gerne laden und nochmal gucken, aber ich habe leider nicht gespeichert. Das ist ein bisschen doof jetzt, ne? Oh, come on. Wieso geht der jetzt wieder an, an den Herd? Ja, der muss jetzt kochen noch. Der arbeitet in der Gefängnisküche. Kein Verlass auf Lars. Oh, Oberan, wie viele Punkte hast du verloren, mein Lieber? So, wir machen nochmal ein paar Schießübungen heute zur Feier des Tages. Wir haben nämlich Pause. Schießstand 3 machen wir und wir gehen hier mit der Pistole ran. So, und wir versuchen Präzision zu machen. So. Also Präzision sieht sehr gut aus. Wir laden nochmal nach. Ach, es ist eine super Möglichkeit, um Punkte loszuwerden. Ja, wow. Andere sparen für die Chili, weißt du? So, Präzision ist ganz gut. Das Problem ist nur... Ich glaube, die Zeit ist scheiße, ne? Ich glaube, die Zeit ist einfach kacke. Ja, die Zeit ist natürlich schlecht, ne? Aber Präzision, 100% Präzision. Ist denn das die Möglichkeit? Lieber nicht laden, sonst müsstest du die Wette annullieren. Ja gut, hast natürlich recht, ne? Können wir nicht laden. Aber ich würde gerne. Aber meinst du, das geht oder meinst du, das geht nicht? Ein wildes Kodex hat sich reingeschlichen. Grüß dich. Oh, was ist denn hier? Besucherraum, da waren wir noch nie drin. Es geht los, Leute. Oh, mir wird ganz heiß. Okay, ab in den Besucherraum. Was passiert hier, Leute? Was soll ich denn hier machen überhaupt? Um was geht's? Günther Kater ist mir zu nah getreten. Ich will die Fresse polieren. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Fresse polieren machen wir nicht. Guck mal, die sprechen hier alle. Das ist alles gut soweit. Was sollen wir denn hier machen, Leute? Verwalte die Besuchszeiten und achte darauf, dass die Gefangenen die Regeln einhalten. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Hallo, Harti, grüß dich. Ricky, Ricky, ja, da ist er doch. Ricky, Ricky im dritten Monat. Ich küsse deinen Kaffeebecher von unten kleiner dann 3. Also von unten würde ich ihn nicht unbedingt küssen. Er ist ja relativ dreckig, ne? Ei. Hallo Ricky, vielen Dank. Weiß jemand, was wir machen sollen? Weiß jemand irgendjemand, was wir machen sollen hier? Verwalte die Besucherzeiten und achte darauf, dass die Gefangenen die Regeln einhalten. Wo kann ich denn die Besucherzeiten verwalten? Hallo Eklis, grüß dich. Ja klar kenne ich dich. Na sicher, kennst mich noch. Na selbstverständlich, ein wildes Kodex. Diesen Namen kann man nicht vergessen. Durchsuchen soll ich die? Soll ich die mal durchsuchen? Oh, eine Spritze. Ja, die nehmen wir mal mit. Feuerzeug, das nehmen wir auch mit. Wir müssen irgendwas anderes machen hier. Ach, hier vielleicht. Ah, oh mein Gott, was ist denn hier los? Hier haben wir ein Bettchen. Ehrlicher Besuch. Oh, la 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 la. Ich verstehe. Ehrlicher Besuch. Verstehst du? Verstehst du? Die machen hier Buga-Buga, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Mit den Stühlen lief vorhin ein Timer mit 10 Sekunden runter. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt entführen oder was? Wegschicken oder wie? Die Zeit ist um. Ah, okay, okay. Okay, aber nicht so lange. Sehr gut. Wir verschaffen uns mal ein bisschen Respekt. Brauchen mehr Zeit. Okay, aber nicht so lange. Respekt ist immer gut, Leute. Respekt können wir viel gebrauchen. Okay, wir sammeln richtig Respekt ein. So, jetzt muss er aber los. Jetzt muss er aber los. Okay, also wir müssen hier einfach, wenn der Balken voll ist, die Leute wegnehmen. Lass sie als Wärter chillig. Hallo Wortproblemchen, moin. Bestes Gefängnis, oder? Ja, natürlich. Weißt du, die haben bei mir hier alle Freiheit. Die dürfen hier machen, was sie wollen. Also haben die alle dieselben Besucher? Die Zeit ist um. Ja, komm.
Oh, sollen wir? Ich wollte nur mal gucken, was hier passiert. Ich habe nur mal nachgesehen, ich gehe gleich wieder. Machen die jetzt Buga Buga? Hätten die vielleicht durchsuchen sollen vorher. Ah, die kann aber halten. Okay, ich gehe ja schon. Ich lasse euch allein. Kann ich Licht ausmachen? Nee. Viel Spaß, Kumpel. So, wie sieht's hier aus? Die Zeit ist um. Komm, du darfst auch noch bleiben, natürlich. Also kannst du hier so schnell Respekt verdienen hier. Das ist ja Wahnsinn. Die Zeit ist um. So. Weg mit dir. Ja, das ist aber nicht genug Zeit. Ah, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe keine Wahl. Schlagen. Komm, du hattest wirklich die Zeit, die du brauchst. Mach es nicht noch schlimmer. Ich schätze, du hast recht. Okay, sehr gut, sehr gut. Wie sieht's hier aus? Wie viel muss ich denn noch machen? Hier läuft auch gar keine Zeit runter irgendwie, ne? So, komm. Respekt brauchen wir auf jeden Fall. Die Zeit ist um. Was ist eigentlich der Typ in seinem Zimmer? Hallo Namo, grüß dich. Twitch-Bann ist da. Warum Twitch-Bann? Wie sieht's denn aus hier? Ist der fertig? Ja, du musst jetzt leider gehen. Es tut mir leid. Ja, komm. Mach noch eine Minute. Aber gleich geht's wieder los hier, Kumpel. Oh, Harty. Der ist sehr aggressiv. Da müssen wir aufpassen. Apropos Harty, spielst du heute wieder Landwirtschaftssimulator, mein Lieber? So, die Zeit ist um Bewegung. Okay. Du darfst noch ein bisschen bleiben. So. Was macht jetzt hier das Liebes, der Liebesvogel? Der ist jetzt aber durch, oder? Jetzt musst du aber wirklich. Sehr schön, sehr schön. So. Alter, das ist ja wirklich hier. Das ist ja, das artet ja in Arbeit aus. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Metal Car ist auch noch am Labern. Sind die jetzt fertig? Ich glaube ja, ne? Ich durchsuche die trotzdem nochmal alle hier, die Halunken. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Habt ihr irgendwas eingesteckt? Ach, Schrauben. Ja, guck mal einer an. Ja, geht gleich der Respekt wieder runter. Aber was soll ich machen, Leute? Lassi, klar darfst du noch bleiben. Hier ist noch eine Knarre und ein Messer. Viel Spaß. Tschüss. Gleich geht's los. Oh, sehr schön, Harty. Ja, beeil dich, ne? Dass ich hier heute noch jemanden habe aus dem Team zum Raiden. Ich mache nämlich auch bald Feierabend. Du weißt es. So, ich versuche noch mal Pakete auszuliefern. Beim letzten Mal sind wir da kolossal gescheitert. Eventuell schaffen wir das diesmal. Wir haben gerade Freizeit. Ja, das mit dem Helikopterausbruch, das war natürlich, das ist natürlich dumm gelaufen, ne? Können wir noch Pakete austragen hier? Ist das irgendwie möglich? Ich glaube, müssen wir hier lang? Wo ging es denn hier raus? Nee, das war der Todes... Oder? Ah, nee, hier. Oh Gott, der ist weg. Der Paketmann ist verschwunden. Wir müssen andere Aufgaben machen. Wie wäre es dann mit einer schönen morgendlichen Prügelei? Mit einer schönen Prügelei. Weißt du, das haben wir lange nicht mehr gemacht. So, wir hauen uns wieder gegenseitig auf die Fresse hier. Hallo. Oh, guck mal, es ist ein anderer diesmal. Moin. Ich bin hier wegen Kampf. Nora! Komm, schlag zu. Aua, Alter. Der hat richtig drauf gehauen, ne? Alter, wieder plus 5 Stärke. Sehr schön. Eieiei, haben wir wieder geschafft. Prügelei am Morgen ist herrlich. Ja, man muss ja erstmal richtig wach werden, ne? Erstmal braucht man richtig Schläge ins Gesicht. Erstmal wach werden. Bitte nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Ich wollte es nur nochmal sagen. So. Hol die Insassen aus dem Zellenblock ist die nächste Aufgabe. Oha, jetzt geht das wieder los. Ne? Ich glaube, wir müssen erstmal den Hebel umlegen und dann Anwesenheit-Check machen. Wir haben leider schon 3 Tote zu verzeichnen. Das ist nicht so geil, aber... Naja. So, wo ist denn mein Klicker hier? Muss ich die jetzt... Oh nein, wir müssen schon wieder in die Werkstatt. Oh nee. Oh, ich hasse die Werkstatt. Die machen alle nur Dummheiten in der Werkstatt. Oh, ja, 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 ja.
Scheiße. So, wir nehmen mal, pass auf, wir nehmen heute nur die mit, die dieses Tentakel-Logo haben. Oh. Vielleicht sind die ein bisschen freundlicher untereinander, ne? So, das ist ein Tentakel-Klaus. Der hat auch ein Tentakel-Logo, der ist aggressiv, ist aber egal. Und das war Hase auf Arbeit. Hier haben wir McFladen, der gehört auch zu den Tentakel-Dudes. Nilly gehört zur Sonne. Sonne nehmen wir nicht mit. Die Tentakel-Klause gehen heute. Sonne. Sonne. Alter, was ist denn hier los? Alles Sonne. Alles Sonne hier. Ich glaube, Sonne ist hier die verbreitete... Alter, hier, guck mal. XYZ, ne? Was der hier wieder für Poster an der Wand hat, der gehört auch zur Sonne. Gehören die alle zur Sonne? Haben die hier ein bisschen rumgemauschelt mit den Gangs? Leute, es gibt kaum noch Tentakel-Kläuse. Hier ist in gar keiner Gang, das Harty. Auch Sonne. Warum sind die alle in der Sonne? Der gehört auch gar keiner Gang an. Auch Sonne. Wer ist das denn überhaupt? Ivan Williams. Der ist neu. Der ist neu. Morgendliches Workout. So sieht's aus. Warum habe ich denn nur noch Sonnen hier? Vielleicht hätte ich mal die Sonnen mitnehmen sollen. Kann ich ihn wieder wegschicken? Nee, scheiße. Ja, dann nehme ich noch die... Komm, dann nehmen wir noch die mit, die parteilos sind. Der hier. Da können die sich vielleicht den Tentakeln anschließen, weißt du? Ach, guck mal, mit dem kann ich sprechen. Harty, was hast du auf dem Herzen? Du scheinst vernünftig zu sein. Du brauchst etwas Kohle, stimmt's? Ja. Du prüfst, was drin ist. Könntest du bei einem der Päckchen wegschauen? Ich hätte folgenden Gegenstand: Joints. Sagen wir mal so, ich brauche dieses Paket wirklich ganz dringend. Ich bezahle auch dafür. Okay, alles klar. Also Harty braucht auf jeden Fall eine Drogenlieferung. Harty braucht eine Drogenlieferung, aber du kommst jetzt erstmal mit hier in die Werkstatt, mein Lieber. Du kommst jetzt erstmal mit in die Werkstatt. Und was hast du hier noch auf dem Herzen? McFladen? Herr Werther, willst du ein bisschen Spaß haben? Ich zahle gut. Um was geht's denn? Nee. Wir schlagen keine Insassen, Leute. Wir schlagen keine Insassen. So, es geht los. Mir nach. So, wir gehen in die Werkstatt. Also ich tippe darauf, dass Harty völlig ausrastet und wieder alles zu Preis schlägt. Ehrlich gesagt, das ist so meine Prediction. Ich bin sehr gespannt. So. Digga, kommen die jetzt nicht mehr? Dann ist dem Digga, du. Falsche Richtung. Hier geht's rein. Komm, Junge. Wer ist das denn überhaupt? Hass auf Arbeit. Oh, komm rein, Harty, mein Lieber. So, jetzt gibt's erstmal Werkzeug hier. Ich nehme mal lieber den Knüppel, ne? In die Hand, besser ist es. Jetzt einen Arztbesuch zu bekommen, bei Erkältung, Grippe ist schwierig. Was, dieser Schnauzer, Alter. Made my day, das ist unglaublich. So, du kriegst den Hammer, Harty, gib mir keinen Hammer. Harty ist halt eine Maschine, ey. Das ist wirklich der dickste Babbo im Knast, ne? Das ist unglaublich. So. Harty kriegt eine Pfeile. Damit kann er nicht viel anrichten, oder? Oh, bitteschön, viel Spaß. Okay, die ackern jetzt. Mach's gut, Harty. Viel Spaß, mein Lieber. Oh, Harty feilt hier. Alter, als ob er es gemacht hat, ne? Der könnte danach direkt im Nagi-Studio anfangen. Das ist natürlich gar kein Problem. So, wie sieht's hier aus? Aha, also auf Arbeit arbeitet wieder nicht. Achte auf deinen Ton. Okay, er arbeitet weiter. Sehr gut. Metal Car arbeitet. Ach nee, das ist Ivan. So, der darf eine kurze Pause machen. Das ist in Ordnung. Gleich rasten die aus, ne? Es geht gleich wieder los hier. Wir müssen ein bisschen gucken. Was war? Warum arbeitet denn er schon wieder nicht? Na, Moment mal. Der wollte im Feuer liegen. Was ist denn das? Ist der jetzt einfach umgefallen oder was? Okay, der muss auf die Krankenstation. Der ist schon weg. Er war das hier, ne? Alter, das ist gleich der Neuling hier, ne? Das ist gleich der Neuling. Weißt du, der kommt direkt in... Der kommt direkt in Einzelhaft. Isolationshaft meine ich natürlich. So.
alter Rippe. Bestechung nehmen wir nicht an. Nein, 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 der kommt. Der muss ins Gefängnis, Leute. Und die arbeiten alle, oder? Ist das Arbeiten, was er da macht? Okay, also eigentlich arbeiten die alle. Harti ist auch sehr vorbildlich diesmal, ne? Ja gut, wir schulden dem ja einen Gefallen. Er wollte schon wieder Feuer machen hier, ne? Eieieiei. Hat er sich verletzt? Er hat sich verletzt, ja. Ich weiß nicht warum. Ach so, meinst du, der hat sich beim Schreinern verletzt? Das kann natürlich sein, ne? Das kann natürlich sein. Das ist durchaus möglich. Okay, 38 Sekunden noch durchhalten, Leute. Ich mal wieder den Knüppel in die Hand, besser ist es. Aber die scheinen alle sehr anständig zu sein hier, ne? Er arbeitet auch. Keiner versucht, Feuer zu legen. Sehr gut, sehr gut. Naja, ich weiß nicht, ob das Arbeiten ist, aber ich glaube schon. Oh, sehr vorbildlich, ne? Weißt du, du musst einfach mit eiserner Faust regieren. Wenn die wissen, die werden eingesperrt. Wenn die Scheiße bauen, dann lassen die das, ne? Oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh, come on. So. Lernen durch Schmerz nennt man das, ne? Okay, so, die versammeln sich jetzt wieder. Ich rufe die einmal zusammen. Dann nehmen wir die Werkzeuge ab. Ich weiß, wenn ich sie Dankeschön. Ich muss auch gleich ins Meeting, Leute. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Aber naja, so. Komm mal her hier, mein kleiner Schnauzer. Alter, der sieht aus. Trakus holen mit dem Schnauzer, ey. Beste Erstellung, die ich je gemacht habe. Ich will das Werkzeug zurückhaben. Habe ich das schon bekommen von ihm? Pass mal auf, ich nehme mal die Quest an. Woher hast du denn das denn? Ist es kein Gift? Ey, soll ich die vergiften jetzt oder was? Ich brauche dein Werkzeug. Ich glaube, ich habe das Werkzeug schon einkassiert, oder? Oder hat er das Werkzeug abgedrückt jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich lege mal alles zurück. Okay, Werkzeug habe ich, Leute. Moin Nele, grüß dich. So, einmal durchsuchen. So. Ach, guck mal, mit F kann ich das auch. Wir lassen das mal zurück. Ey, wir brauchen unbedingt Respekt bei den Leuten. Ne? Wir brauchen unbedingt Respekt. Wir lassen den alles durchgehen hier. Die können alles behalten. Vor allen Dingen Harti, ne? Vor allen Dingen Harti. So, folgt mir. Schnell ins Gefängnis wiederbringen. Einschluss in die Zelle. Na, alles gut. Geheitert. Na, alle gut geheitert und gefrühstückt. Ich glaube, gefrühstückt haben die wenigsten. Aber Kaffee haben wahrscheinlich schon viele getrunken, oder Leute? Habt ihr Kaffee getrunken?